Jared, ich will, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir ein erfülltes Leben. Ich liebe dich. Aber Mutter und ich wissen nicht, wie du noch unter diesem Dach leben kannst, wenn du so grundsätzlich dem Kern unseres Glaubens zuwiderhandelst. Jared, sag mir die Wahrheit. Ich denke an Männer. Ich weiß nicht wieso. Und es tut mir auch leid. Dein Vater hat dich nächsten Monat für ein Programm angemeldet. Jared, ehrlich, ich weiß, dass du ein vollkommen normaler, gesunder Teenager bist. Jetzt tun sie etwas für dich. Wenn sie sich verabschieden wollen. Willkommen beim Erneuerungsprogramm. Ihr könnt nicht als Homosexuelle geboren sein, das ist eine Lüge. Es ist eine Entscheidung. Los, durch Schein zum Sein. Werdet der Mann, der ihr nicht seid. Rettet euch selbst. Jared? Gott wird dich nicht lieben. So wie du im Augenblick bist. Ist es das, was du willst? Wer will den Dämon austreiben? Schlag zu! Es fällt nur manchmal schwer. Ich werde dir mal einen Rat geben. Durch Schein zum Sein. Spiel ihr Spiel. Außer du glaubst wirklich, dass du dich ändern kannst. Falls du das überhaupt willst. Was du jetzt durchlebst, ist nur ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Yeah! Ich liebe Gott. Und ich liebe meinen Sohn. Für deinen Vater ist es etwas komplizierter. Wir sind noch nicht fertig. Ich schon, weil du nicht zuhörst. Dann tut's mir weh. Dein Vater sitzt hier. Sag ihm, wie sehr du ihn hasst. Ich will nicht vortäuschen, dass ich meinen Vater hasse. Ich hasse meinen Vater nicht. Ich wüsste gern, wo diese Wut herkommt. Wer mich hier wütend macht, sind Sie. Öffnen Sie die Tür, sofort, Mom. Es heißt, man müsse einem Kind gelegentlich wehtun, um ihm zu helfen. Aber deine Mutter weiß doch, wenn etwas verkehrt ist. Ich will mich einfach nicht mehr verstellen. Ich musste mich selbst fragen, und Gott, ob ich das verkraften kann, dich zu verlieren.